schneller weg vom Start, er hat angekoppelt. Ja. Bin ich Windfeige. Sebastian Vettel versus Lewis Hamilton sehe ich gerade. Eine Idee wäre einfach alles reinschieben. Okay. Thomas, soll ich denen verraten, wie viel da liegt? Wahrscheinlich nicht. Hier kriegt jeder dieselben Voraussetzungen. Das stimmt gar nicht. Dein Haufen liegt viel weiter weg vom Fahrsilo als meiner. Ja, aber wenn dieselbe Menge da liegt, spielt das auch relativ wenig die Rolle. Oha, nee. Das ist echt viel. Nee. Das sind doch locker 10 Watt an der Schaufel. Ein bisschen mehr. Ach nee, nee, nee. Da merkt man, dass der Christian nur an der BGA Silo schiebt. Der fährt außer Konkurrenz, das zählt nicht. Der macht hauptberuflich, der macht hier. Ihr könntet ja auch alle sowas hauptberuflich machen. Oh Gott, wir fährt denn da so? Wir fahren nicht gegen Mauern. Da ist diese scheiß Kuhle. Das ist Rotze. Aber da hinten war keine Kuhle. Da unten unter der Mauer ist eine Kuhle. So, das ja, ist das der Problem. Eine hat eine Kuhle, der andere hat das ein bisschen weiter. Jetzt wird auch noch gemeckert. Seppel mault, der Seppel macht auch die ganze Zeit Mimimi, weil er nicht mitmachen muss. Der hätte nicht mal die erste Gabel jetzt hier drinne. Ich höre mich doppelt und das nervt. Alter, der Haufen wird ja gar nicht kleiner, was ist denn das? 400.000 Liter waren das doch, oder? Ja, kommt ungefähr hin. Das war was, gerade, oder? Kommt ungefähr hin. Hm? 400 Baggerschaufeln oder so. Ja, 5.000 gehen da rein. Ach, nee. Ja, also Christian hat ja auch schon seine Sachen gut zu 31%, ne, verdichtet. Also ich hätte jetzt einmal pauschal gesagt, dass da 120.000 Liter drin liegen. Aber Christian, ich will dich ja nicht ärgern, ne? Benji hat ein bisschen mehr drin als du. Was? Ja. Ich hab das jetzt nicht verstanden. Benji hat schon eine Schaufel mehr drin als du. Er hat eine Schaufel wo? Ich? Ja. Wie kann das sein? Weil er schneller die Wand gefahren ist. Ach. Gut. Bin zwar nicht schadenfroh, aber danke. Aber der Christian hat schon mehr verdichtet. Das stimmt auch. Das hol ich nochmal wieder auf. Wie lange soll denn das hier dauern? Wie lange braucht ihr? Deswegen wahrscheinlich alle. Deswegen alle wahrscheinlich gleichzeitig. Ich kann mir gar nicht helfen. Ich kann nichts zum Tor hin. Richtig, Udo, deswegen sollten eigentlich alle gleichzeitig. Ich sehe das schon gleich, bleiben die Radlader einfach stehen, weil sie keinen Sprit mehr haben. Ja, wir aber schnell dankbar. Dann war aber Peter Zwicker wieder zu geizig. Ja, richtig. Also Viertel voll muss auch reichen für so einen Haufen. Ey, das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit gewesen, wir hätten die Tanks alle nur so Viertel voll gemacht. Ja, und dann? Du wärst ja an der Tankstelle Stau gewesen. Yeah. Nein. Wer es nicht geschafft hätte, während der Tankfüllung das Ziel zu füllen, wäre direkt disqualifiziert worden. Du hast ja auch so viele Auswahlmöglichkeiten dann dafür.
Obwohl ich meine, die Radlader haben auch einen relativ großen Tank, oder? Ja. Tausend. Boah, das dauert Ewigkeiten. Ja, nur halt Hälfte mal keiner vom Haufen bloß, oder? Ich kann mich noch an so eine Story erinnern, damals im 19er, als der rauskam, da gab es relativ früh den Deutsch-Aspekt Black Beauty irgendwie. Und der hatte in der ganz am Anfang hatte der einen Bug. Und zwar, wenn du den Motor angeschmissen hast, war der Tank leer. Also quasi angeschmissen leer aus. Meint noch eine kurze Frage. Wenn Christian gleich fertig sein sollte, reicht das dann nicht eigentlich? Dann braucht Dings ja nicht weitermachen, oder? Dann könnte er rein theoretisch auch aufhören, aber es geht ja auch auf, wer die Plätze, ne, nachher übernimmt. Ach so, ich dachte bezüglich, es gibt nur einen Gewinner, wenn einer Stopp ruft, weil sonst, wie willst du das nachhalten? Ach so, okay, ich verstehe, alles klar. Du hättest da die Reihenfolge aufgeschrieben, ja. Genau, erster, zweiter, dritter, genau. Ja. Ich glaube, das geht klar. Also über die Hälfte habt ihr schon drin, beide. Wow, toll. Das freut mich aber. Ja, ich denke, da hinten steht so ein großer roter Anhänger, es sind 59.000 Liter, wo da reinpassen. Ich denke, dass das 120.000 Liter sind. Der alte Spekulant hier. Ja, Spekulatius oder was? Ja. Weil ich mache das ganz einfach. Ich renne dann rüber, hol den Traktor mit der Fräse. Setz den Anhänger rein. Reste rüber. Schlaf gleich ein, ne? Ja, Alex, ich habe da hinten was. Geh doch mal hier da so in der Richtung, wo ich gucke. Da kannst du üben. Was? Das ist, ich bin nicht mehr drauf, also. Das war Maurice gewesen. Ach so. Der es gesagt hat. Maurice, der Butter. Ey, ich stehe hier in der Luft, ja. Du musst ja pushen. Problem ist, der Maurice kriegt deine Abgase ab, Thomas. Geil. Irgendwie wird das mit weniger. Ja, viel ist halt nicht mehr. Das synchronisiert auch extrem langsam nach, wenn du wegnimmst. Ja. Also die schaufeln noch zweimal mehr, wie der Haufen überhaupt da ist. Ja, noch fünfmal hin und her gefahren. Ja. Ah, jetzt hat's wieder gesynkt. Nach der dritten Schaufel. Ja, bei mir nehme ich auch. Also Christian ist auf knapp 85.000 Liter im Silo drin. Thomas, hast du einen Zwischenstand? 8 Minuten 50. Ja, was im Silo ist. Ach, was im Silo ist, ja, warten. Warten Sie. Sie werden sofort geholfen. Was müssen Sie? Da ist drin 89.900. Also 90.000, okay. Mhm. Christian hat also eine Schuppe wirklich vor. Christian hat jetzt gerade auch die 90.000 drin. Und aber ich glaube, der Christian hat besser verdichtet. Ja, der kann auf 36% verdichten. Wer hat dir geschissen? Ich hab nicht geschissen. Ja. Das hat man ganz genau gehört. Oh, ich hab mich nur Schlimmern gehört. Gestreckt. Was hab ich gehört? Gestreckt, so nennt man das. Gestreckt und dann ist er einfach entfahren. Ja. So, Christian nähert sich jetzt mit dieser Schaufel die 100.000 Liter. Mit dem Verzug.
und hat 37% verdichtet. Wie schaut bei dir aus, Thomas? Ja. Also hier haben wir im Moment einen Verdichtungsgrad von 23. Oh. Das könnte gleich hier der Gamechanger sein. Wenn die Scheißhaufen sich mal schneller synchronisieren würden. Das dauert immer komischerweise ewig. Ich kann dir sagen, du hast noch 3 Haufen da liegen. Gut, weil ich sehe einen großen. Ja. Ja, ich sehe bei mir auch gar nichts. Das synchronisiert immer so langsam nach, weil die Schaufel wird dann nicht voll und dann muss man erst wieder suchen, wo man noch was hat. Ja, das ist halt auch, weil wir so unglaublich viel Mais schon liegen haben, ne? Ja. Ja. Und dann die ganzen Leute. Es dürfen keine Reste liegen bleiben, oder? Das sollte nicht, nein. Das gibt dann Punkteabzug. Also Christian hat jetzt die 110.000 geschafft mit 37%. Und Benni? Weiß ich nicht, da steht der Thomas. Ja, der Benni hat die 110.000 und 23%. Okay. Eine Schaufel über Christian. Hat sich synchronisiert jetzt bei dir, Christian? Siehst du alles? Ja, ich sehe einen großen Haufen noch da liegen. Ja. Also so ein bisschen länglich gezogen. Ja, bei mir hat es gar nichts gesynkt. Kann mal jemand kurz gucken bei mir? Na, wenn, dann müssen wir wirklich schon... Ja, Thomas, guck mal bitte bei ihm. Ja, bei ihm ist fast alles weg. Da ist nur so ein... Hier ist noch so ein kleiner Fitzel hier. Ja. Okay. Ja, weil der fehlt mir nämlich noch. Ja. Hier liegt auch noch was, Christian. Wie viel hast du drin? 3222. Ja, ist alles weg? Nee. Hier liegt noch was und Chris, hier liegt bei Christian noch was. Ist alles weg. Bei Christian ist alles weg. Ja, ja, jetzt hat's bei mir auch synchronisiert. Bei mir sind's nicht mehr. Also 37% hat es verdichtet. Ja. Ach so, nein. Dann sagen wir, dein Haufen ist weg, Benji. Okay. 40. 41. Er ist so ein Fuchs, ne? Ja, aber er ist ein bisschen unclever. Ja. Warum? Das kann ich wieder reinschieben, das ist nicht das Problem. Ja, geil. Thomas, bevor der zudeckt, den Stand aufschreiben, ne, wie viele Liter drin sind, ne? Ja. Ja, der schiebt sich gerade rückwärts wieder jede Menge raus. Ja. Nee, der Riefer von dir. Der Riefer von dir. Mit mir? Ja, von dir. Ja. Du, ich hab meinen Karapisch vor, geil. Also eigentlich wichtig, Thomas, sind die letzten 3 Zahlen oder so. Wenn das nicht mehr ist, ne? Bei Christian ist bei mir das Rad von der Aufhängung abgefallen. Das hinten, das ist jetzt hier mal mehr Sinn. Sieht man drin. Sieht es bei euch auch so? Ihr seht 29%. Aber mir wird schwindelig. 6% hat es verdichtet. Sebi? Ja, ich sehe es selber. Ich guck mir das selber an. Noch nachher sind die letzten... Ja, okay, doch. Jetzt hat er wieder reingeschoben. Die letzten 4 zu nehmen. Ja, ja, nee, ich habe ja oben die Literzahl. Ich stehe ja mit Silo, den ich sehe, aber da reingetan. Ich weiß ja, wie viel da lag überall. Ich werde das gleich nicht dann einfach runter. Bis jetzt ist ja 731 Liter raus. Ja, mir wird schwindelig, ich muss mal woanders hingucken kurz. Das sieht aber auch bescheuert aus. So, also ich bin Thomas bei 85%, 86. Ja. Du? 35. Mehr Literzahl. Literzahl sind. Was? 91. Literzahl sind 117. Ja, es schwankt immer, der fährt immer wieder Sachen aus dem Silo raus hier. Oder ein bisschen höher fahre. Ich wollte gerade fragen, Christian, wolltest du mal aufräumen oder soll ich die Zahl aufschreiben?
Wir sind bei 15 Minuten 7. Ja, die hab ich auch. Christian versucht jetzt gerade noch den ganzen Rest wieder einzusammeln, den er rausgefahren hat. Mhm. Da ist noch was liegen geblieben. Muss er ja auch. Ja, wie gesagt, ja, das dringt hier auch schlecht nach wieder. Ja, ist drin alles. Ist alles drin. Verdichte die Scheiße. Das ist alles? Was? Die Zahl, die er jetzt hat? 118.000. Bisschen ist noch draußen, Christian. Na, 118.000 ist drin. Und 118.000 wird da nur hingelegt. Okay. Ich würde sagen, hier bei mir in der Ecke lag nämlich auch noch gerade. Du Arsch! Okay. Alles klar, Philipp. Na gut, ja, muss ich das jetzt zudecken? Ja. Stopp. Okay, 16 Minuten 20. Das war jetzt wieder klar, dass jetzt alle zu mir kommen zum Gucken. Dann müssen wir halt rechnen, Benni. Sonst anfangen. Wer ist hier vorne? Das bin ich, deswegen frage ich. Okay, dann. So. Zurücksetzen. 16 Minuten 2. Lass mich da eben ganz kurz noch eintragen, Udo, und dann. Ja, ja, alles gut, ich warte auf dein Go. Auf die Plätze. Wo bist du? Hier hinter dir. Auf dem Haufen. Auf meinem Haufen. Wir starten ja auf dem Haufen, oder nicht? Ja, alles gut, richtig. Auf die Plätze. Fertig, go! So, ich geh mir mal schnell was zu essen machen. Mach das, Christian, guten Hunger. Los! Hier draußen liegt aber auch noch was, ne? Ja, er weiß. Okay. Solange im Silo 118.000 drin sind, ist alles. Nee, ich hab's mir nur gesagt, dass draußen noch was liegt. Ja, gut, ja, er hat da noch ein bisschen was draußen liegen, das stimmt. Ich mache bitte die Jungs immer auf ganz Ruhe. Was sind die 36? Ja? 48 Liter fehlen ihr noch. Jo. Ja, bist ja genau drauf. Und jetzt verdichten. Und dann bevor du runterfährst, deck erst zu. Und dann fährst du runter, machst den Motor aus. Eine ganz andere Technik. Die Eiertechnik. Fast 99%. 100%. Stopp. Jo. Und das ist 19 Minuten, 2 Sekunden. Oh, mies, okay. Und was hat er an Liter? Literzahl? 118.000 glatt. Okay, also 19.2. Gut. Mhm. War jetzt Benji, ne? Ja. Genau. Alter, das Lenkrad geht mir gerade so auf den Sack. Nimmst du dir dann direkt den nächsten, Thomas, oder? Ja, wer ist denn der nächste? Udo hab ich. Los. Matze, du, oder? Ja. Oder? Der Matze ist der nächste. Oder? Maurice muss auch, stimmt. Ja, wer will?
Ja, mir ist egal, ich kann auch. Basti hat den Server verlassen. Dann fängt bitte an, dann der Maurice. Den stoppe ich dann jetzt gleich. Maurice, bist du fertig? Ich bin fertig. Gut. Oder muss einer von euch vorher weg noch? Von den anderen? Okay, dann mach Maurice, ja. Gut. Maurice, auf den Haufen, fertig und los. Aber beim Udo schaut er aber gar nicht mal so schlecht aus hier immer. Udo, wie gelernt, ne? Ja, ich find's hier gerade ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich sein darf. Mein Haufen, der liegt zu dicht am Dingsranne, dass der Trecker ein bisschen im Weg steht. Dann stell ihn doch weg. Hab ich keine Lust zu gerade. Na. Okay. Nachher. Genau so, also ich könnte natürlich jetzt auch das gleiche so montieren. Ja, Sebi hat schon, Udo hat schon fast 40.000. Ja, die haben ja auch schon nicht scheiße. Ja, der hat ja schon angefangen, dass du fertig warst. Ich hau den ab. Ich will mir deine Pedale nehmen. Er bringt wieder an der Lenkrad mal. Also, Udo hat mittlerweile 40.000 Liter drin und 38% verdichtet, 39%. Ja, der Maurice hat drin 10.000 und 17%. Hier ist Pumps wieder, gell? Ja. Dann haben wir irgendein Verbindungsproblem oder warum disconnecten die alle? Nee, ich zieh durch, ich muss gerade. Ah. Ich bin auf dem Geburtstag eingeladen. Ich habe auch gesagt, ich komme erst später, weil ich, dass ich die Challenge noch fertig machen kann. Und dann gehe ich. Alles klar. Ist recht. Jo. Wenn der Christian dann gleich wieder da ist, gucken, ob er dann nicht schon mal den Matze oder was nehmen kann. Also dann. Jo, ciao. Jo, ciao. Ich bleib ja noch da, ich würde gleich wahrscheinlich schauen, ich kann jetzt die Pedale von Benny nehmen und dann. Ja, dann warte bitte, bis wir durch sind, ja? Ja, klar, das schon. Ja, danke dir. So, Udo hat 45.000 drin. Okay. 50.000 und 39%. Thomas, hast du mir mehr zu bieten? Nee, leider nicht. Wir liegen hier bei 20% und 20.000 und 18%. Ich glaube, ich krieg diese eine Scheißecke hier nicht, ey. Wie viele Leute müssen denn eigentlich noch? Noch zwei danach. Okay. Ja, vielleicht krieg ich bis dahin mein eigenes Pedal wieder gefixt. Stell mir schon, das Ding gibt einfach keine Ersatzteile. Deswegen geht man ja auch sorgfältig mit seinen Sachen um. Gut, dass es einfach mal abbricht. Ich hab ganz. Ich bin hier plötzlich. Geht's nicht mehr. Weißt du, ja gut, ist das Bremspedal, aber durch das Bremspedal verzögert sich halt alles andere auch.
Weil das Bremsspiel nicht mehr funktioniert hat, war der Ding auf Anschlag und hat deswegen ich komplett rückwärts gefahren, deswegen. So, du bist auf 60.000 Liter und 41%. So, und der Maurice ist bei 8 Minuten 10 Sekunden. Ja, der Maurice ist bei 35.000, 22% und bei 4 Minuten 45. Okay. Ich glaube, meine Zeit wird beschissen. Ah, die Hälfte hast du drin. Ja, aber ich krieg die eine Ecke, die hinter dir, die krieg ich glaube ich nicht wegen dem Versatz vom Boden. Simon, kannst du mal kurz dann bitte mit dem Schieber hier ein bisschen zur Seite schieben, mal gucken, ob es da drin ist. Welchen? Ja, mit dem grünen Trecker. Aha, er nimmt ja auch wieder auf. Weißt, was ich meine, also, ich will jetzt nicht meckern, aber... Ja, da wo der Matze ich gerade... Ich bin da nämlich gerade schon 3-4 Mal hin lang gefahren und irgendwie will er das nicht. Ja. Warte, Simon, lassen Udo jetzt erst machen. Mhm. Ja, doch, jetzt hat er genommen. Warte bitte noch, Simon. Ja, ein bisschen hat er da was von genommen, ja. Ja, ein bisschen viel. Also hier ist einiges wegsynchronisiert. Bei mir liegt da noch einiges. So. 70.000 Liter habe ich zu bieten. Ja. Wenn da ein Trecker hin. Mit 45% bei 9 Minuten 29. Ich habe 40.000 bei 22% und genau Punkt 6 Minuten. Dann halt den mal ein bisschen auf, wenn man das klingt mir so nach einem neuen Rekord. Ja, der hat gerade seine halbe Ladung hier am Hof verloren, also der hält sich selber auf. Aber das Problem ist, es synkt halt extrem scheiße. Ja. So, ich hab gar keinen Haufen mehr. So, Thomas, ich hab jetzt 80.000 jetzt gleich drin, bei 44%. 80.000 bei 44. Ja, und ich hab 42.000 bei 25. Mhm. Okay. Das funktioniert gar nicht, weil das gar nicht synkt. Die nächsten beiden können sich jetzt gleich bitte schon mal bereit machen. Matze und... Ist nur noch Matze. Der andere wäre Basti, aber Basti ist ja weg. Ja, Matze, dann mach dich bitte bereit. Wenn du fertig bereit stehst, sagst du mir bitte Bescheid. Dann machen wir das so. Bist du bereit? Matze? Matze? Ich schreib ihm. Er möchte gerade nicht mehr reden. So, Udo hat jetzt 90.000 Liter drin, bei 46%. Hallo? Jetzt geht's wieder. Matze. Bin bereit? Ja, bin bereit? Go. Ist bereit. Oha, das kann ja was werden. Simon, hast du auch ausgestellt? Ja. Du Cheater sonst? Der ist aus. Weil sonst würde das eh nicht mitzählen, ich habe mir nicht angemacht. Warum sind wir denn aus dem Stream raus gerade? Maurice hat den Server verlassen, deswegen vielleicht. Beim Maurice läuft dann einiges gerade schief. Kannst du beim Matze weiter stoppen dann, Thomas?
Dann sagst du mir, wenn du soweit bist, dann soll ich dir ein Go-Zeichen. Ja, ich hab keine zwei Stoppuhren, also. Du kannst aber Maurice ausmachen, oder ist er noch am Fahren? Ne, der ist doch runter vom Server. Ja. Ja, pass auf, dann jetzt gleich. Dann rechnest du dann nämlich 1,30 mit bei. Warte. Zehn Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Laufen. Dann muss 1,30 beirechnen. Verstanden. Bitte? Ja, verstanden. Gut, danke. Dieser Fitzel doch nicht. So, Udo habe ich mit 105.000 und 47%. Ja, ich muss erstmal gerade zu Matze seinem Silo rüberjägern. Aber dafür schon bei 14,10. Ja, der Matze hat schon zu 36 verdichtet und hat 15 drin. Tja. Da hat nur Puff gemacht. Bin also wieder da, ne? Jo. Alles gut. Ja, wie gesagt, die Challenge kannst du jetzt vergessen, wenn ihr einfach Puff gemacht habt. Aber ich finde halt, der Simon müsste, Maurice müsste irgendwie einen Trostpreis kriegen, weil er konnte nichts dafür, dass er gedisconnected ist. Ja. Alles gut. Wie viel Prozent hatte er denn drin? Weißt du das noch so auswendig? Kann ich jetzt gucken, warte. Also bei uns ist kurz, war im ganzen Haus der Strom weg gewesen. Ja, das war mal im Dunkeln hier. Passiert. 48.333 Liter. 48.333 Liter und weißt du noch die Uhrzeit, Thomas? 3 Minuten. Ne, mehr haben wir. Ne, Quatsch, Entschuldigung. 9 Minuten und 3 Sekunden, so. 9 Minuten und 3 Sekunden, okay. 118 muss ich drin haben, sagtest du? 118 musst du drin haben, also 14,8 hast du jetzt drin. Und da hast du sie. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weil den Rest kriege ich nämlich nicht. Ja, ist doch alles weg. Du hast alles drin. Mehr liegt da nicht. Ja, da liegt eine kleine Ecke noch, die ich nicht sehe. Oder kriegen konnte. Nein, da liegt nichts mehr. Da ist alles weg. Okay. Oh, aber er ist schlauer wie Christian. Er geht weiter rein, direkt mit reinkippen. Yep. Christian, wenn du das hier verdattelt hast, ne? Ach nee, der hat ja Essen. Herr Matze, das ist nicht sehr effizient, was Sie hier tun, ja? Ist Ihnen klar. Sie wissen, das erzeugt mehr Kosten als andere. Warum? Ich muss halt bloß schauen, dass ich vorne eine kleine Lage habe, weil mir ist aufgefallen. Wenn ich im Kreis fahre, der erkennt ja vorne dann, dass es verdichtet. Mhm. Also schaue ich, dass ich vorne so glatt wie möglich bin und hinten mache ich einen Haufen. Mhm. Was ist denn hier der Udo? Oh, schon 71. Oh, da kann der Jan sicher freuen, was du für ihn mit der Challenge hier machst. Ne? Er gibt nicht so viel Gas, aber da ist dem sein Startgeld. Ja, das stimmt wohl, aber vielleicht komme ich ja noch irgendwie dazu. Ach ja, stimmt ja, du gehst ja bei ihm mit um den Hof, stimmt. Richtig, du Knalltüte, deswegen fahr ich doch auf ihn. Sag mal, Maurice, tust du den Stream auch wieder an? Wie gesagt, ich bin noch dabei, ne? Der muss halt okay. Da erstmal synchronisieren, also machen nachher Challenge, bitte. Genau. Ja, ja, dann weiß gerade, was Christian meinte. Puh!
Lass die erstmal alle machen, sonst steht genau, läuft die Zeit Matze nämlich. Vorgezogen, ist ja alles gut jetzt bei Matze. Ich glaube, als Zuschauer waren sowieso nur wir drauf. Ja. So, ja, Udo, hast du ja jetzt nur noch 96, 98, 99. Oh, bist ja durch. Häng fest. Simon, kann man von dir mal ein bisschen Anfeuerung hören hier? Ja, also dann 18 Minuten. Go Matze, go Matze, go Matze. Also, da habe ich schon mehr Elan von dir erlebt. Hammer. Ich habe heute gearbeitet, ja. Ich auch, den ganzen Tag unter Monimog gelehnt. Hier ist Müdigkeit. Ja. Kennst du das? Ja, kann ich ganz gut, ja. Ich habe heute 12 Stunden unterm Unimog gelegen. Oh, da haben wir jetzt hier nur noch Matze, ne? Willst du den eigentlich hier ausbauen, oder? Was? Den Unimog? Ja. Der geht am 3. Dezember geht er zum Lackierer, dann wird er komplett einmal durchlackiert und ja, da ist nicht viel Rost dran, so ein paar kleine, zwei, drei kleine Stellen. Das wird gemacht, dann wird er komplett ausgebeult, komplett gemacht und dann kommt er in Sandgelb, RAL 1002, kommt er wieder zurück. Okay. So, dann ist die Plane schon hinten runter, die habe ich vorher schon runtergebaut und dann steht da ein Shelter drauf. Und da... Okay. So ein Container. Ah, Container, okay. Mhm. Und den willst du von dem mit Platten bebauen, oder was? Der ist schon quasi, der ist auch von der Bundeswehr, der gehört auf das Auto drauf ursprünglich. Ah, okay. Und, also bei der Bundeswehr werden die ja nur mit so Ketten auf den Ladeflächen festgemacht. Ah, okay. Und, ja, den habe ich auch schon da stehen, der steht im Moment auf meinem Anhänger und der wird dann umgesetzt und ja. Dann fange ich an, den Container innen auszubauen. Das wird im Prinzip mein mobiles Büro. Ja, das wollte ich fragen, wegen Ausbauen von innen. Ja, also das wird ein mobiles Büro mit einer Schlafmöglichkeit. Wenn ich Außentermine habe, gerade mit meinem Kommunikationsanhänger, dann kann ich da bleiben und kann dann da halt einfach im Unimog pennen. Okay. Ja, und jetzt war ja das blöde Lenkgetriebe undicht. Jetzt habe ich heute das komplette Lenkgetriebe ausgebaut, das komplett auseinandergebaut, alle Dichtungen getauscht, wieder zusammengebaut und wieder reingebaut. Müssen noch 100.000 da liegen, Matze. Weißt du schon, wie du den ausbaust? Ja. Was habe ich denn für Zeit bis jetzt? Also auch... Moment mal gerade, du hast 8,5-9 Minuten gerade. Ist doch gar nicht. Also auch schon mit welchen Platten und sowas alles, oder? Das innen drin wird ein Aluminium, also wird alles mit Aluminiumprofilen gemacht und wird dann mit einem Holz verdeckt, das nennt sich Queen Ply. Das ist ja. Kennst du. Ja. Mhm. Und mit Queen Ply wird das dann beplankt. Und ja, da ist schon von Werk aus eine Webasto Standheizung drin. Okay. Das Geile ist aber, die heizt nicht die Luft, sondern in den Wänden sind Luftkanäle drin. Das heißt also, du hast eine indirekte Wärme im ganzen Fahrzeug, also im ganzen Container. Das ist auch ganz nett. Ja, das hört sich echt nett an. Darf ich fragen, wo du die Platten herkriegst? Liter mit 30%. Queen Ply habe ich einen Liefervertrag mit. Mit dem Hersteller. Ach, mit dem Hersteller direkt, okay. Also kriegst du die frisch aus Holland. Richtig. Ich hab dir mal einen Link geschickt. Genau von dem. Von Sven Bauhaus? Ja. Ja, dann packe ich dir deine Platten zusammen. Dann packst du meine Platten zusammen? Oh, lustig. Ja. Dann weil ich bin bei ihm der Lagerist. Ach, geil. Das ist ja ein Zufall, ey. Nee, deswegen fragte ich entweder, weil halt die Platten sind ja ultra mega leicht und
Ja. Die sind halt wie so Inbauten ziemlich gut und ja, passend halt zu benutzen. Ja, die sind super. Vor allen Dingen lassen die sich richtig gut verarbeiten. Also, die sind wie halt. Wie heißen die? Queen Ply. Sag mal, kannst du mir genau sagen, aus was das besteht, oder ist das Betriebsgeheimnis? Ey, ich bin da jetzt hier erstmal nach einem Monat. Ich muss mich da selber auch noch ein bisschen einfangen. Wer hatte das gerade gefragt, welche Platten das sind? Simon. Ich. Simon, okay. Ich schick dir dann auch mal den Link. Und das Geile ist halt, die sind bruckimprägniert, ne? Das heißt also, da kommt auch nicht so schnell Feuchtigkeit rein. Richtig. Finde ich halt auch gut. Ja. So, 105.000 sind drin. Und 31% erst verdichtet. Ja, und hier haben wir 104.000 und 32% verdichtet. Entfährt nur noch der Matze. Ich würde sagen, ihr redet von demselben. 109.000 sind jetzt drin. Ja, 110 sind dann ja ungefähr, ja. Mhm. Dann hast du tatsächlich vor, ich sag mal, 3 Wochen ungefähr, hast du Platten für mich gepackt wahrscheinlich. Für welchen Namen? Off-Grid Links UG. Off-Grid Links UG. Ja, kann unmöglich sein. 3 Stück. Ja. Das haut wohl hin. Also ich habe heute, sag ich mal, an die 20 Paletten gepackt. Also habt ihr noch an Lager liegen oder ist das tagesaktuell? Was meinst du jetzt gerade genau? Also habt ihr die Platten an Lager liegen oder habt ihr auch so Lieferschwierigkeiten? Nee, wir haben gerade Lager ziemlich voll. Wir haben Freitag noch einen LKW oder 2 LKW voll gekriegt. Ja, aber ich muss wahrscheinlich auch zeitnah noch nachbestellen. Das war ja jetzt erstmal nur ein Probekauf. Ja. Und, müsste da noch liegen, Matze. Ich weiß ja nicht, was du nachkaufen musst. Ja, wenn das gut ist, das Zeug, dann muss ich nochmal 10 Stück nachkaufen. Ja, wovon? Eiche, Nussbaum? Dieses Anthrazit. Anthrazit, ja. Das haben wir auf jeden Fall da. Reichlich. Da haben wir, glaube ich, 4 Paletten noch von A25 Stück da. Ja. Ja, wo liegt da was? Ja, da ist richtig. Ja, hat alle. Hat alles. Alles. Das ist witzig. Schreib mir mal den Namen von dir nochmal, dann sehe ich ja, wann du wieder was haben willst. Ja, dann tust du mir hier so ein chinesisches Leiharbeiterpapier da rein. Help me. Ja, genau. Wie bei Primark in Klamotten. Oder ich leg dir eine schöne Abdeckplatte drauf, dass du was Schönes kriegst zum noch weiter verwurzeln. Oh, ja. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ihr habt irgendwie so einen bulgarischen Spediteur oder so. Ja, Hohlenhorst. Worauf ist der LKW? Ja, nee, der vergibt das an einen Subunternehmer. Bei mir kam so ein polnischer 3,5-Tonner mit einem bulgarischen Fahrer. Und ich hatte in der Bestellung schon vorher gesagt, ich sag, pass auf, ich habe hier keine Möglichkeit, das zu entladen. Ne? Okay. Ja, dann kommt er natürlich und diese allein 3 Platten davon, die wiegen ja schon was mit der Palette und der Verpackung drumherum und alles, ne? Ja, und, das stimmt wohl. Ne, waren das 3 oder 5 Platten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam der dann, ja, komme Gabelstapler. Ich habe das bei mir nach Hause bestellt. Ich habe das dann mit dem Unimog bei mir in die Werkstatt gefahren, weil meine Frau den ganzen Tag zu Hause ist, ne? Und Gabelstapler. Ich sag, nix Gabelstapler. Ich habe gesagt, die müssen von Hand abgeladen werden. Ja, wie soll das gehen? Viel zu schwer. Ich sag, drück die Arschbacken zusammen, das wird jetzt mit Hand abgeladen hier, ne? Man muss aufpassen, dass der nicht einfach die Palette runterzieht und dann krabumm. Ja, dann sag ich dem krabumm, kannst du glauben, dann nehme ich nämlich die Lieferung nicht an. So einfach. Ja. Dann krieg, also, was ist denn die Zwischenzeit? Die Zwischenzeit wäre jetzt ungefähr 15,5 Minuten. Ah, scheiße. Ja, noch bisschen. Wie isst du nochmal? Ja, also, über was hast du das bestellt? Ja, Entschuldigung. Off-Grid Links UG, ich geb's dir mal in Chat. So, Maurice, bist du schon langsam mit der Startklar? Wie gesagt, ich warte auf euch, ne? Ja, alles gut.
weil es sind jetzt 60%. Wenn es gut geht, ab 1.1. GmbH. So, bestellst du nächste Woche Freitag, da ist Black Friday auch bei uns. Habt ihr Black Friday? Mhm. Ah, das ist gut. Ich bin wieder da. Jo. Ich glaube, zack, Christian, haha. Ich hab halt 3 Minuten gebraucht, ne? Jungs, ich kann mich freuen! Ein bisschen Sekundenkleber und eine Schraube später funktioniert's wieder. Udo, was hast du gerade gesagt? Ich dachte, ich war besser, haha. Noch kann ich mitleben. Ich war viel besser, ich war nach 9 Minuten fertig. Weil du rausgeflogen bist. Und? Du warst besser? Wollte doch nur Christian ärgern, jetzt fallen wir nicht in den Rücken. Seht ihr das beim Matze auch so, dass er den einen Reifen irgendwie lose hat? Ja, ja. Ja. Aber das Problem ist, Udo, wir müssen uns wegen Christian gut halten. Er muss ja morgen noch die dritte Challenge für uns machen. Ja, seid mal lieb zu mir. Ansonsten mach ich nichts. Aber merkt er das? Ich hab damit angefangen. Es haben alle zugeguckt und es verdichtet jeder auf dieselbe Art und Weise. Richtig, ja. Jungs, wenn ich joinen kann, bitte Bescheid geben, gell? Ja, dauert noch einen Moment. Was war denn die schnellste Zeit? Die schnellste Zeit hast du schon übertroffen. Scheiße. Die schnellste Zeit war 16 Minuten 20. Ja, muss ich noch eine Schaufel vom Nachbarn holen. Du warst Christian. Verdammt. Dir fehlt auch noch was im Silo, Matze, ne? Du hast wieder was rausgefahren. Ich weiß. Ja, er kann ja auch zudecken. Er muss er ja nicht unbedingt reinpacken, ne? Ich finde das dämlich, dass das rauskommt. Also im echten Leben, wenn ich da mit der Walze drüber fahre, bleibt das eigentlich in der Darling, wo es liegt. Ja. Und rutscht nicht wieder aus dem Silo raus. Das wäre ja schlimm. Ja, sind denn alle durch dann? Oder ja, fehlt noch jemand? Durch, ja. Achso. Muss noch jemand für Basti machen? Ja, Matze, mehr kriegst du nicht rein. Ja, mir zeigt's aber erst 116 an. 117, 118, ist okay. Es wäre vernünftig, wenn du zuklappst, dann ist es vernünftig. Er muss nur verdichten, 3%. Ja. 3%. 1. Jetzt wegen 1% da! Jo, 100. 5, 7, 4, 8, 2, okay. Stopp! Jo. Das sind... 117, 4, 8, 2. Die Zeit war? Die Zeit war 17, 19. Plus die anderthalb oder ist sie schon drin? Nee, ohne die anderthalb, dann sind es 18, 19... Anderthalb? 18, 49 sind es. Warum eineinhalb? Weil du... Ich hab dich mit anderthalb Minuten Verzögerung an Thomas übergeben. Ach so. Also dann sind es... 18,49 sind es dann für den... Hab ich drin. Bin ich der Schlechteste, hä? Nein. Das war ich. Nein. Benni, oder?